Ja, hallo, grüß euch. Mein Name ist Hannes Höller. Warte einen Moment, ich bin gleich wieder da. So. Ja, grüß euch, mein Name ist Hannes Höller. Und ich bin jetzt gerade in der Schweiz da. Auf Erholung, ja, weil ich gerade mein Buch schreibe, das der Schöpfungsschlüssel heißt, und habe irgendwie das Gefühl, dass ich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz bin, weil es gibt ja nur das Jetzt, aber da will ich jetzt nicht zu viel darüber sagen. Ich meine eher was dazu sagen, was momentan gerade da in der Weltgeschichte passiert. Und vielleicht ein bisschen über meine Vergangenheit erzählen. Meine Vergangenheit erzählen, wie ich zum Beispiel 14 Jahre alt war. 14 Jahre alt war ein junger Bub. Mädels haben mich schon immer interessiert. Ich habe gern Mädels gehabt. Weil irgendwie habe ich mir mit 14 dann geschworen. Ich wollte einfach die Frauen verstehen. Ich wollte einfach die Frauen verstehen, weil ich vier Schwestern gehabt habe. Und eine Mutter und in einem Fünf-Frauen-Haushalt aufgewachsen bin. Der Vater fleißig war, weil er die meiste Zeit eben gearbeitet hat und geschaut hat, dass wir alle was zum Essen haben. Wie er gehört hat, dass ich auf die Welt gekommen bin, war ich überglücklich, weil nach vier Mädels endlich mal ein Bub gekommen ist. Aber warum ich eigentlich da sprich, ist eher das, dass ich mich gefragt habe, Politik oder Menschlichkeit, was zählt wirklich im Leben? Ich will keinen an den Pranger stellen und kann irgendwas wehtun oder Schmerzen zufügen oder BSC irgendjemandem sein. Aber in letzter Zeit sind so viele Leute zu mir BS und aggressiv gewesen, dass ich flüchten habe müssen. Flüchten habe müssen, weil ich so viel Kreuze gekriegt habe in Österreich. Und ich einfach das Gefühl gehabt habe, die Einzigen, die mir helfen können, sind die Schweizer, weil die sind ja wenigstens so halbwegs normal auf dieser Erde. Alle anderen streiten die ganze Zeit. Und da geht es nicht mehr ums Liebhaben, sondern geht es ums Recht haben. Auch auf Facebook. Ne? Also momentan die meisten Leute bekämpfen die anderen Leute und merken gar nicht, dass der Kampf, den sie gegen die anderen Leute haben, ja in Wirklichkeit der Kampf gegen sich selbst ist, gegen ihr eigenes Selbst. Ja, sie lieben sie nicht mehr, weil sie verlernt haben, was es bedeutet, zu lieben. Ich sehe das aus meiner Jugend. In meiner Jugend war ich DJ. DJ, ja. Das war mein Job, obwohl ich gearbeitet habe, aber offiziell war ich für mich DJ. Ja. Ich war aber in Wirklichkeit kein richtiger DJ, der was Geld damit verdient hat. Nein. Ich habe Musik geliebt und habe dann einen Job gekriegt, der mir Spaß gemacht hat. Nämlich bin Graveurmeister geworden und habe dann meine Meisterprüfung als Graveur gemacht, mit Auszeichnung damals. Und mit 25, ja. Aber in Wirklichkeit wollte ich immer DJ werden und Sänger. Aber mein Vater hat gesagt, hör auf, du kannst nicht schreien, du kannst nicht singen. Und habe dann nie angefangen zum Singen, obwohl ich dann in der Schule zum Schulchor gegangen bin. Dort dann die erste Stimme gesungen habe und immer für die Special-Sachen, sag ich mal, mein Chor verantwortlich war. Und das auch gut gemacht habe, aber meine Eltern nie zu einer Chorabend kommen, sind, weil ich beim Chor gesungen haben, weil sie sich geschaumt haben für mich, weil sie gemeint haben, ich kann nicht singen. Und daheim, wenn ich angefangen habe zu singen, haben sie mir gesagt, ich soll still sein. Ja, weil sie das nicht mögen haben, wenn ich gesungen habe. Naja, unabhängig davon sitze ich da jetzt in der Schweiz mit einem Batzen Kreuze. Ich hoffe, die können mich reparieren. Also ich bin zum Schluss ausgeschieden aus dem System wegen
Überqualifikation, weil ich mein ganzes Leben immer nur geschuftet habe und ein Werkaholiker gewesen bin, wie ich dann durch Wirtschaftstreibende, die mir die Rechnungen nicht gezahlt haben, in die Frühpension geschickt worden bin wegen Überqualifikation. Klingt witzig, aber es ist so. Ja. Ich habe gedacht, jetzt scheiße aufs ganze Leben und wollte eigentlich nur mehr sterben. Wollte nur mehr sterben, aber dann doch wieder liebevolle und herzliche Menschen auf meinem Weg getroffen, die zu mir gesagt haben, ich soll weitermachen. Weitermachen. Und immer wieder weitermachen. Und ich bin jetzt an einem Zeitpunkt angelangt, wo ich sage, ich will nicht mehr weitermachen. Ich will echt nicht mehr weitermachen, wenn ich sehe, wie Leute in meinem Alter, die was auf die Straßen gehen, von Polizisten niedergeprügelt werden, weil die mit NLB so geschult sind, dass sie wiederum eine Elite schützen, die aber uns nichts Gutes tun will, sondern niederspritzen mit einer offenen DNA, damit wir noch blöder werden. Braucht man das wirklich? Nein, ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Ich wollte nie in die Politik gehen, weil mein Vater hat gesagt, Politiker sind die Menschen, die die Wirtschaft nicht brauchen kann, weil sie große Pappen haben, aber nichts tun. Ich kann für mich nur sagen, ich habe 30 Jahre lang meinen Buckel krumm geschöpft, was wirklich krumm ist und schmerzt, das glaubst, gibt's das. Ja, deswegen bin ich auch in der Schweiz. Ich habe das Gefühl, dass wir das österreichische Schulsystem oder Ärztesystem nicht weitergebracht hat, weil ich zum Schluss 11 Tabletten am Tag gegessen habe, davon 2 Morphium-Tabletten, 3 Bene. Und die Ärzte haben nur gescheit gewesen sind, aber mir nie einer helfen können. Ich habe zum Beispiel mit 30 Jahren einen psychosomatischen Reizhusten diagnostiziert im LKH Hörgers Enzenbach. Der Primar hat gesagt, mit dem müssen sie leben, da gibt es keine Heilung. Ja, und jetzt ist es so, wenn ich auf die Straßen gehe und der Maske aufsetze, werde ich von den Menschen fast niederprügelt. In Wien, weil ich keine Masken auf habe. Weil es ja wichtig ist, eine Maske zu tragen. Und ich mein ganzes Leben eigentlich versucht habe, meine Masken abzulegen, damit ich menschlicher werde und Mensch bin. Und jetzt soll ich Masken tragen. Geht bei mir gar nicht zusammen. Wenn ich auf die Straßen gehe, muss ich streiten. Ja. Muss ich echt streiten mit den Leuten. Weil's, aber nicht, weil ich das will, sondern weil ich einfach auf die Straßen gehe und sage, nein, ich stehe zu dem, dass ich keine Masken trage. Das ist meine Meinung. Und der andere darf ja auch eine andere Meinung haben. Wenn er Masken aufhat, ist er ja geschützt von mir. Kann ich ihm ja nichts tun. Ja? Dann ist er eh geschützt. Also, sage ich jetzt einmal, Maske hin, Maske her. Das ist ja ganz logisch. Die, die so Masken tragen wollen, sollen sie tragen. Und die keine tragen wollen, sollen sie nicht tragen. Das ist ja so einfach. Aber die Menschen machen es einfach schwer. Warum sie es schwer machen, weiß ich nicht. Aber ich habe zumindest jetzt einmal ein Buch, an dem ich gerade schreibe, wo ich versuche, es so zu schreiben, dass die Menschen es nicht mehr schwer machen, sondern die Leichtigkeit des Lebens leben. Weil es geht ja tatsächlich darum, die Leichtigkeit zu leben und nicht die Schwere. Nicht zu streiten, sondern lieb zueinander zu sein. Sie einfach lieb haben und nicht bekämpfen. Ja? Ich glaube, dass die ganze Menschheit auf einem falschen Weg ist. Weil jeder tut nicht das, was die Liebe tut, sondern tut in Wirklichkeit das, was einen anderen schadet. Weil in Wirklichkeit zwider, grantig ist auf sich selbst. Ja? Ja, sie selber nicht mag. Und wenn sie einer selber nicht mag, kann er auch keine anderen Menschen lieben. Geht nicht. Zuerst müssen die Menschen mal lernen,
sich selbst zu lieben. Das ist der Schritt Nummer 1. Der Schritt Nummer 2 ist, dass ich jetzt ein Buch geschrieben habe. Das lasse ich Schöpfungsschlüssel nennen. Und dieser Schöpfungsschlüssel fast fertig ist. Fast fertig ist. Und ich nichts geplant habe gehabt. Wirklich nichts geplant habe gehabt. Irgendwie meine letzte Rettung, das war, dass ich ein Zimmer gesucht habe, wo ich endlich einmal zur Ruhe kommen kann. Weil zum Schluss mir auch noch ein paar Egoisten attackiert haben, wie es ich noch nie erlebt habe. Und in dem Zimmer, wo ich dann den Schöpfungsschlüssel habe, wo ich zum Schluss gelandet bin, das Bild da hinten hängt. Ja, das Bild da hinten hängt, der Lautenschirm da oben hängt, ich mir jetzt da hingesetzt habe und das Video gesprochen habe. Und das Video gesprochen habe und nicht weiß, wieso ich da sitze, aber es wird sicher einen Grund haben. Deswegen höre ich jetzt auf, weil ich da